Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft und heute geht's ran, dass wir in unserer Stadt einen Tattoo-Laden uns bauen. Und wie ihr zu euren eigenen Tattoo kommt in Minecraft, zeige ich dir heute. Von daher schnappt ihr deine Blöcke und los geht's. Für den Start nehmen wir erstmal tiefer, schiefer Fliesenblöcke einmal raus. Und ich ziehe mir jetzt erstmal eine gerade Reihe lang von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Blöcke. So, dann gehe ich einmal zur Seite weg und setze mir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Blöcke wieder ran. Und dann ziehen wir das Ganze einmal wieder nach vorne weg, so weit, wie wir das auf der anderen Seite haben. So, die Vorderseite werde ich mir ein bisschen anders machen. Und zwar, ich fange jetzt hier einfach mal auf der rechten Seite an. Ich lasse mir jetzt 3 Blöcke Platz. Ab dem 4. setze ich einen Block hin. Einen freilassen für die Tür. Dann setzen wir 2 Blöcke hin. Gehen 2 nochmal nach vorne und ziehen das einmal hier rüber zur anderen Seite. So, dann haben wir hier einen Block, der übersteht. Und wer möchte, kann, sage ich mal, die Fläche hier vorne, falls bei euch das irgendwie Erde sein sollte, dann einfach mit dem gleichen Material, wie euer Bürgersteig ist, dann hier einfach mal hier das mal austauschen. Ansonsten nehmen wir jetzt mal ein bisschen grauen Beton. Wir lassen vorne den ersten Block einmal frei und ziehen eine weitere Reihe einmal ringsherum, so wie wir das gerade eben schon mit dem Grundriss gemacht haben. Auf der anderen Seite lasse ich auch eine Reihe hier vorne Platz. Und hier vorne, das lassen wir auch offen, denn da machen wir natürlich eine schöne Fensterfront rein. Wir wollen das Ganze jetzt auf insgesamt 6 Blöcke hochziehen. Einen haben wir schon, also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke. So, und dann einmal nach oben setzen. Sobald wir oben jetzt erstmal hier alles mit unserem Beton hochgesetzt haben, nehmen wir jetzt weißen Beton, setzen darauf jetzt die nächste Ebene. Das werden wir jetzt aber einmal komplett hier ringsrum ziehen. Und machen das Ganze dann auf eine Höhe von insgesamt 5 Blöcke. Können wir mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5. Danach geht es einfach mal auf der Seite weiter. Wir lassen auf jeden Fall auf der einen Seite eine Blockreihe frei, dann eine Ebene langziehen, 2 Blöcke jetzt jeweils immer auf der Seite freilassen, bis wir oben ankommen, ja, unten halt eine zweite Ebene haben. So, an der Seite genau das gleiche Spiel. Einfach an der Seite eine Ebene freilassen und dann immer 2 Blöcke freilassen, bis nach oben weg. Wunderbar. So, jetzt fangen wir auf der Vorderseite an, natürlich das Ganze hier ein bisschen mehr zu gestalten. Und zwar mache ich mir erstmal so einen schönen, einfachen Türrahmen mit meinem Beton einmal. So, da könnt ihr eine Tür nehmen, natürlich nach eurer Wahl. So, dann mache ich mir darüber einfach mal 2 weitere Ebenen mit Glas. Nehmt da einfach, was ihr wollt. Am besten natürlich Glasscheiben. So, jetzt werde ich mal einfach mal ein paar Mauern nehmen, die einfach mal hier drüben einmal hinsetzen, dass das Glas hier verbunden ist. Obwohl, wir machen es mal so, dass wir immer 2 Blöcke so dazwischen freilassen bei den Streben hier. Fangen wir einfach hier so an. 2, 2 und dann, na gut, mit der Ecke hier, sagen wir mal, das zählt so als 2er Strebe. So, wir werden aber auch noch ein paar Mauern hier einfach an der Seite einmal langziehen. So hoch, wie, sag ich mal, unser Beton hier ist. Und zwar jedenfalls unser grauer Beton. So, einmal die Mauer nach oben setzen. Dann nehmen wir ein bisschen grauen Beton und können jetzt einfach mal hier, zack, 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 einmal oben nochmal lang ziehen. Und hier auch einmal das Ganze bis nach vorne zumachen. So, und hier oben machen wir auch nochmal zu. Wunderbar. So, die letzten 2 Blockebenen, die wir jetzt hier haben, die können wir nochmal vorziehen hier mit schwarzem Beton, weil da machen wir dann unser Logo rauf. Wie natürlich der Laden heißt, bei mir kommt natürlich Tattoo Studio rauf. Um das noch ein bisschen besser abzuschließen, könnt ihr oben einfach noch ein paar weitere Stufen machen. Ich nehme jetzt die gleichen Stufen, wie ich die jetzt hier unten schon habe, hier von den Blöcken. Dann passt das Ganze auch optisch. Tja, und ich glaube, ich mache jetzt als erstes erstmal meine Schrift drauf. Und wenn du nicht weißt, wie du Buchstaben auf Banners dir craftest, dann schau einfach nochmal dieses Tutorial an, was ich dir verlinke. Da ist es nochmal ganz einfach erklärt, wie man jeden Buchstaben auf Banners sich craftet. Aber ansonsten machen wir oben noch einmal das Dach auf. Das ist ganz einfach. Ich nehme jetzt Bruchstein, Treppen und Stufen. Und zwar, ihr kennt ja diese Dächer immer mit diesen 2er Ausgang, was wir uns natürlich basteln. Das heißt, bei jedem Übergang setzen wir natürlich hier einmal so eine Treppe hin.
Und davor, dann kommt na klar eine Stufe. So, und wir sind natürlich Profis im Bauen. Das heißt ganz einfach, wir werden das Dach natürlich wieder einmal überstehen lassen und auch wieder verkleiden, damit das natürlich nicht so dünn ist und nicht so, ja, dass es nicht gleich zusammenfällt. Wo halt ganz oben können wir ruhig, sag ich mal, Stufen hinsetzen. Da habe ich drüben aufgemacht. Aber das kann man sich immer aussuchen, wie man will. Jo. Und darunter, wie gesagt, nehme ich jetzt einfach mal Bruchschieferstufen. Man kann auch gerne andere Sachen nehmen, wenn ihr euch meint, okay, das mit so zwei verschiedenen Bruchsteinmauernarten, das gefällt mir nicht so. Der nimmt vielleicht eine etwas andere Farbe, aber ich wollte mich jetzt einfach mal ausprobieren. Weil diese, ja, diese Kombination habe ich eigentlich noch nicht wirklich oft genutzt. Daher muss es mal einfach mal heute hierbei einfach mal sein, dass wir die einfach mal ausprobieren. Ja, und dann ziehen wir das einfach mal rüber zur anderen Seite hier. Wir werden aber noch auf der Vorderseite ein paar Fenster platzieren, eher gesagt zwei. Und zwar, wir lassen einfach drei Blöcke Platz, dann schlage ich hier ein 2x3 Fenster rein. Dann einfach wieder drei Blöcke Platz lassen und wieder so ein Fenster rein. Und dann habt ihr hier wieder perfekt drei Blöcke Platz. So, macht da einfach mal ein paar Stufen unten und oben hin und in der Mitte. Entweder nehmt ihr nochmal Stufen oder ein paar Eisenfalltüren. Finde ich aber auch ganz passend, wenn wir das so machen. So, zack, Falltüren rauf, fertig. So, jetzt heißt es natürlich einmal in unseren Laden fliegen, denn die wollen wir natürlich auch einrichten. So, erstens hier machen wir einmal das Glas auf der Innenseite. So, da müsst ihr jetzt einfach mal ein paar Blöcke nehmen. Jetzt habt ihr natürlich freie Hand, wie ihr euch innen drin das gestalten wollt. Ich gebe euch mal so eine kleine Hilfe vor, wie man es einrichten kann. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt natürlich hier die Fensterfront habt, habt ihr die Wahl, natürlich jetzt mit Tapete zu arbeiten. Ich werde jetzt mal die Wandfarbe gleich lassen, so wie ich das draußen habe, aber das müsst ihr nicht. Ihr könnt ihr natürlich jetzt machen, was ihr wollt. Ihr habt auch die Wahl zu sagen, ich lasse jetzt nur die Vorderseite als Tapete und was anderes, oder ihr macht, verkleinert euch das ganz, den ganzen Raum. Werde ich jetzt natürlich nicht machen, weil ich jetzt vorne wieder einfach mal weiß lasse. Ihr habt natürlich dann, sage ich mal, einmal die Deckenebene. Das würde ich einfach mal ab hier sagen, dass hier eure Deckenebene ist. Das könnt ihr euch natürlich dann auch nochmal verkleiden mit extra Stufen oder sowas. Ansonsten werden wir uns einfach jetzt mal hier so eine Treppe nach oben bauen. Dafür nehme ich mir einfach Polyandesit-Sachen. Man kann natürlich immer nehmen, was man will. Ganz einfach gesagt. So, ich werde mir jetzt einfach in der Ecke... Ja, ihr müsst euch das natürlich dann anpassen, wenn ihr oben die Wände ein bisschen enger macht, mit ganzer Tapete und sowas. Aber ansonsten könnt ihr einfach hier in der Ecke beginnen. Ich mache mir einfach hier so eine dreie Treppe hin. Und werde dann einfach hier so einfach loslegen, dass ich mir einfach erstmal so eine Treppenreihe hier so nach oben zeichne. Jetzt kann man natürlich sagen, ab hier ist natürlich denn die Ebene, ne, wenn wir die Fenster, sage ich mal, perfekt haben wollen. Das heißt, ab hier müsst ihr dann schon nach oben kommen. So, das heißt, ich mache jetzt hier zweier Ding-Ebenen. Das heißt, wir haben hier auch nochmal so eine Dreierfläche. Und dann könnte man theoretisch sagen, ab hier kommt man dann hoch. So, jetzt kann man natürlich die Treppe noch ein bisschen verfeinern. Das sollte natürlich auch schön aussehen. Das soll ja natürlich nicht so schäbig sein. So, die Treppe können wir hier so ein bisschen anpassen. Unten auch hier Treppe, Treppe. Und natürlich unter die Treppen einfach Treppen hinmachen. Dann ist das immer ganz fest und stabil. Das gefällt mir jetzt irgendwie nicht. Da würde ich dann einfach ein paar Blöcke hinsetzen. So, das ist ganz sicher. So, hier oben, was könnte man hier machen? Hier könnten wir auch nochmal so Treppen machen. Die könnte man auch so abecken lassen, wenn man will. Und dann könnte man hier auch Blöcke hinsetzen. So, wie man möchte. Tja, dann heißt es natürlich, jetzt könnt ihr hier natürlich euren Boden machen. Den könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ihr könnt natürlich auch Holz nehmen. Ich passe mir meistens das Ganze hier noch so ein bisschen an. Zum Beispiel könnte man hier dann, sage ich mal, so ein Geländer sich noch basteln, dass man hier nicht runterfällt. Und wenn euch das natürlich nicht so gefällt, dass man jetzt die Decke als Holz hat, ja, dann ganz einfach gesagt, nehmt euch hier ein bisschen irgendwelche Stufen. Ihr könnt euch hier ausprobieren, wie ihr wollt.
Und dann entweder macht ihr euch, sag ich mal, die Decke gleich, sag ich mal, hier so hin oder, naja, das muss man anpassen. Der einfachste Weg ist einfach direkt, sag ich mal, da wo die Blöcke sind, hier einfach so mit einer Stufenebene, euch das hier alles oben zu verkleiden. Dann könnt ihr euch dann hier das alles schickele zusetzen. Ja, und das wäre es dann eigentlich schon. Ne, das gleiche Spiel wäre dann oben genauso. Ihr könnt euch natürlich dann hier auch nochmal die Decke oben verkleiden. Der einfachste Schritt wäre natürlich mit Quarzsachen, nicht das hier oben 1:1 zu verkleiden. Ne? Könnt euch das hier jetzt schon zubasteln. Ihr könnt auch dann einfach sagen, ach komm, ich mache mir einfach hier komplett eine gerade Decke rein und ziehe mir das einfach zu mit Stufen. Dann kann man auch noch Lampen und sowas sicher einsetzen. Aber wie es am Ende, sag ich mal, fertig aussieht, gucken wir uns einfach mal beim Original drüben an, wie ich das schon gemacht habe. So, und wir fangen natürlich draußen einmal an. Ich habe hier zum Beispiel auch mir noch diese Schilder einmal hier vorne hingehangen. Da kann man die natürlich schön beschriften. Ihr könnt die auch einfärben, wie ihr wollt. Zum Beispiel Tattoo Studio kommt rein. Das Schöne dabei ist, ihr könnt es auf beiden Seiten beschriften. Also auch wenn man von draußen ist, gut, kann man vielleicht schlecht lesen. Dafür gibt es natürlich das große Schild. Aber ich finde es nicht schlecht in Minecraft. Und daher, warum sollten wir es nicht nutzen? So, gehen wir mal rein in unser Tattoo-Studio. Also, ich habe es eigentlich relativ schön mir gestaltet. Unten ist hauptsächlich eigentlich nur Wartezimmer, da das Studio nur von einem Tätowierer ist. Das heißt, er kann immer nur einen behandeln. Der Rest, der musste dann hier einfach unten warten. Aber ich finde es eigentlich ganz gemütlich. Man hat eine schöne Aussicht, sag ich mal, draußen. Ihr könnt euch auf die Couch setzen, ihr könnt eine Zeitschrift lesen oder hier unten am Empfang noch quatschen mit dem Typen, der hier stehen muss. Ich habe hier auch ein paar Kerzen oder sowas aufgestellt. Naja, ich finde es ganz gemütlich. Oder auch jetzt hier unter der Treppe habe ich zum Beispiel auch noch eine Bienenkästen hingesetzt, sag ich mal, mit Knöpfen rein. Ich finde, das wirkt so ganz gut wie eine Truhe oder irgendwas. Naja. Ansonsten, ihr seht ja, wie ich mir hier die Decke gemacht habe, natürlich mit Stufen. Und ich habe mir das hier auch nochmal ein bisschen anders verkleidet, also mit dem gleichen Material wie die Treppe ist. Oben, ich finde das ganz schön, schöner Übergang. Ansonsten, wir kommen dann hoch. Hier habe ich, wie gesagt, mir ein kleines Geländer noch gemacht. Und oben, sag ich mal, die Decke habe ich mir natürlich so mit Treppen und Stufen, sag ich mal, halt verkleidet. Noch mit einer anderen Farbe dazwischen, ganz schick. So, wie gesagt, wir sind dann oben drin. Ich habe natürlich auch hier einen Holzboden reingenommen und mir dann einfach hier oben, sag ich mal, den Stuhl vom Tätowierer hingemacht. Ne, hier sitzt du denn und kannst dich tätowieren lassen. Als Tätowierwerkzeug in Minecraft habe ich einen Pinsel genommen und einen Braustand. Ich finde es ganz passend, warum nicht? Kann man ruhig nehmen. Und ja, die Gestaltung reicht völlig aus. Man muss nicht so übertreiben, wie gesagt. Ihr seid ja hier nur oben mit den Tätowierer und dann, ja, macht euch ein schönes Tattoo in Minecraft. Ja, aber ansonsten, das ist ein toller kleiner Laden, finde ich. Ihr könnt natürlich reinbauen, was ihr wollt. Wenn ihr natürlich jetzt keine Freunde von Tattoos seid, dann macht was anderes rein. Aber ich finde so die Gestaltung mit der Treppe und so alles ganz schick. Also da kann man sich definitiv austoben, wenn man da irgendwie einen Laden braucht. Ich habe auch noch ein Fenster mir reingezeichnet. Obwohl ich ja sagen muss, müsst ihr nicht unbedingt machen. Wenn es natürlich ein Gebäude ist in der Stadt, dürft ihr nicht vergessen, links und rechts wären dann Gebäude dran. Da brauchen wir sowieso keine Fenster. Und ich weiß ja nicht, was ihr euch auf der Rückseite dann baut von eurer Stadt. Ist da überhaupt irgendwas oder nicht? Ich habe mir da jetzt einfach mal Bäumchen rangesetzt und naja, da kann man ja machen, wie man will. Oder auch zum Beispiel noch so ein Regenrohr. Einfach als Deko kann man da auch noch ransetzen. Das war's wieder heute mit der Folge. Wir haben einen schönen Tattoo-Laden in der Stadt, können uns jetzt zutätowieren, wie viel wir wollen oder wie viel wir aushalten können. Aber ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Oben in der Infobox findest du weitere tolle Videos. Vergiss nicht, den Kanal abzuabonnieren und dann hören wir uns wieder zur nächsten Folge wieder. Also haut's rein und ciao. I wanna show you what's up.